Last human must die. Ja gut, wenn wir es nicht machen, werden wir gefeuert. Ja gut, was soll's. Ich glaube, es war aber nicht so ein Chaos, was ich verursacht habe. Es muss doch jetzt eine Happy End geben, oder? The last day, Grim. The last choice. So, how did you choose? No, it does not. One human. Yes. Ja, das zählt jetzt gar nicht mehr. After all. But we ought not prolong the suffering of the last one. No need for such cruelty. That would seem fairly obvious by now, I guess. The great dying is by my design. It is true, I do not love humanity, not a bit. Ich versteh's nicht, was für diesmal. But why, you ask? You see, I had grown. Schaffen wir es, dies mit ihnen zu vertreiben? How do you? I mean, I had a whole speech planned and everything. No appreciation. Wir haben seinen Plan erkannt. Also. Not at all. Off you go, Grim. Do what you wish with these final hours. We will not be meeting again. Okay. Haben schon freigeschaltet. Back to the Roots und the Treehugger. Aha, immerhin. Mankind sucks something to it in the four floors, mein Englisch. Society's falling. Okay. Humanity wiped out. Das konnte man nicht verhindern. Jetzt bin ich gespannt. As you powerlessly wait to fade away. Ich habe keine Idee, was wir jetzt. Wir haben im Prinzip, wir wurden gefeuert jetzt am Ende. Wir haben alles gemacht. Wir haben unser Bestes gegeben, um gegen den Fate. Also es reicht scheinbar nicht, um das Happy End zu kriegen. Reicht es nicht, dass wir nochmal versuchen, dass wir versuchen, alles, also nochmal gegen den Chef zu arbeiten und nicht bezahlt zu werden. Da gehört noch irgendwas mit dazu. Natürlich muss man versuchen, gegen den Boss zu arbeiten und noch irgendwie, ja, irgendwie da bestmöglichst irgendwie nicht die Regeln zu befolgen. Muss da irgendwas habe ich da falsch gemacht. Fellow Traveler, that was fun, wasn't it? The choices, the excitement. Admittedly, ye did largely screw everything up. The world is in shambles and all. Can't really change that. But I can offer a new cycle. A turn of the hourglass, and ye shall be set upon a path in a fresh timeline. A parallel world, so to speak. There ye will again find every friend and enemy, hope and error. Knowledge and loot will remain, of course. Otherwise, 'tis the eternal recurrence of all things. Gut, ich werde jetzt einmal die End machen. Ich werde das Let's Play an dieser Stelle beenden. Ich blende euch noch, ich guck mal, ob ich das auf YouTube irgendwo finde. Ich blende euch noch das Happy End ein, damit ihr das mal gesehen habt. Das war das Ziel dieses Runs. Habe ich jetzt nicht ganz geschafft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht weil wir zwischendurch mal bezahlt wurden an den einen oder anderen Stellen. Aber ihr habt gesehen, dass ich mein Bestes gegeben habe. Schauen wir uns die Credits an. Beenden wir das nochmal zu versuchen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant, das noch ein drittes Mal euch zu zeigen. Ihr habt gesehen, wie ich es versucht habe. Ja.
ich schneide das euch noch irgendwie. Vielleicht gibt es irgendwo eine Erklärung, die ich euch mit reinschreiben kann, in Textform oder so, dass man das jetzt erklären kann. Ist ein bisschen Schnittarbeit für mich. Vielleicht erkläre ich es euch irgendwie als Text, irgendwie, dass man da, wie man das jetzt zu machen hätte. Okay, wir machen die Ends. Wir lassen uns sterben. How did it go so wrong? I had it all worked out, calculated, designed. I had a plan, Grim, a grand design, but it somehow fell apart. I cannot believe it. I was attempting to bring on the end times. Do you not see it? The great dying is by my design. It is true. I do not love humanity, not a bit. Great, you know, of course. And you worked against me. Now, here I stand, alone in the bright lights of my shattered life. There is no throne, only this office. I cannot just relinquish the position to a mere spawn. You are not constructed for this purpose. I do not know. Maybe what you say is correct. I lost my way, and humankind almost paid the ultimate price. Who can say with certainty you are not a better fit for this office? The evidence is all here. In the documents of the past 4 weeks. Yes, I will set up the transition process. Grim, enjoy your final hours as a drone. Soon you will sit in my stead. I will withdraw, accept my own fate, and we will not be meeting again. Bit lonely at the top, ain't it? Feels cold and empty. This is what you were aiming for. I hope you're pleased. And here comes you, savior of the nation, the know-it-all. You're the king of the castle. All hail the king! What use do you think this had? The world is still absolutely ruined. Ain't a thing you can change now. Inherit the empty husk, soon to be void of life. King of nothing, revel in your petty act of revenge. Be proud of your spineless coup. It's the only thing you have left. Ah, the last human stragglers left. Slowly dying. In agony.
behold your throne, True Death, the ultimate usurper. Schauen wir uns die Credits an. Ah, hier haben wir Composer und können Marken. Sehr schön. Adam David Bow, Composer. The One and Only Unheard Master of Melodies, Zucker of Rhythms, Grand Vizier of Harmonies, and Crafted Hour of the Amazing Music for the Rule Game, die auch so super friendly. Ja, das ist der Typ, der die Musik gemacht hat, die ihr mit und hört. Eine kleine Note malen. Und das war am Leben. Die Musik ist sehr schön. Der darf leben. Kadri Künapu. Das ist weiter. Ah, wir können das Blatt sogar verschieben auf unserem Desktop, auf unserem Arbeitsplatz. So scientist during the day, angsty writer and died. Has a similar fashion sense to the Grim Reaper Classic Version. Aha. Okay. Ein kleiner Hut für dich. Ja, lass mal am Leben. Die Story hat sie gut geschrieben. Oh, Lini! Lini Künab. Auf Discord mit ihr schon öfters geschrieben. Das ist eine der Entwicklerinnen, mit der ich schon auf Discord oft geschrieben habe. Bekanntes Gesicht. Ich habe mit den Entwicklern auf Discord schon gechattet, öfters. Grüße gehen raus. Auch in Sachen Thumbnails, habe ich wirklich manchmal gefragt, wenn ich was für die Thumbnails brauchte. Habe ich mal nachgefragt, wirklich, das ist halt auch enge Kooperation mit denen. Ist keine Kooperation, das ist das falsche Wort. Ich wurde hierfür nicht bezahlt, aber ich habe halt wirklich, bin dann gesagt, hey, ich habe hier einen Ball, ich habe was zusammengeschnitten. Schaut mal das Thumbnail, wie gefällt es euch? Das ist halt wirklich cool. Lini Künab, Creative Lead Digital Artist. Greetings. Er ist jetzt, ich weiß nicht, inwiefern die Entwickler Deutsch sprechen können, und bin mal gespannt, ob vielleicht der ein oder andere mein Let's Play guckt. Ich meine, hab viel Deutsch geredet. The cheerful need of death and taxes makes a lot of the goodest art for the game as well. They really love cats. Ja, 100%. Yositivity. Ah, daher kommt das J. 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 Yositivity. 100% Yositivity. Oder was? Thank you for playing our game. Much love. Dich, das man natürlich am Leben. Markus Rondo. Age. Warum steht da kein Alter drin? Kein Alter.
Wie alt ist er? Wie können wir ihn einschätzen? weiter. Markus ist ein IT-Specialist, Webmaster and Developer with as they keep saying major talent in their spare time. They read a lot of books, write poetry and make weird little games for mobile. Aha, okay. Mal einen lustigen Schnauzer. Ist die Haare noch oben drauf. Ah, das waren natürlich alle am Leben. Haben gute Arbeit gemacht. Mal eine andere Sache von. Mal eine andere Art von Credits. Ich weiß, ich überziehe das hier ganz, das Ganze, aber. Ja. Merten Rattersepp. Ich finde die Credits so gut, die lassen wir. Das mache ich einen eigenen Part draus, wenn es sein muss. Need Writer. A particularly sorry. Entschuldigt mein Englisch. Excuse my English. I try to speak it. To read it. Sentence and paragraphs often annoyed by everything everyone doesn't like people no sense of humor. Okay. Kein Humor. 300% grump. Get off my lawn. Was? Kein Humor. No sense of humor. Kein Sinn für Humor. Trauriges Smiley. Hier. Trauriges Smiley, kein Humor. Müssen sterben lassen hier. Kein Humor. Weg mit dem. Den kenne ich doch. Witz! Was? Wie? Was? Wo? Was? Können jetzt vorbei. Ich könnte die Credits nicht zu Ende machen. Aber auch den letzten, den kenne ich auch von Discord, mit dem habe ich auch schon gechattet. Ja, haben bestimmt noch nicht alle durch markiert. Aber schöne Art von ja, Chat with us on Discord. Da gibt es übrigens ein Achievement für. Haben wir noch die Galerie? Noch nicht viel. Locked. Ja, oh, wir haben hier fast alles gekriegt. Hier gibt's, es gibt tatsächlich vier Endings, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt auf jeden Fall hier oben noch ein Happy End. Da gibt's, also wenn wir ihn feuern, ich blende euch das gleich nochmal ein. Es gibt dann nochmal ein vervollständigtes,
Da gibt es noch mal eine, also das können wir erreichen, wenn wir ihn feuern. Gibt es noch eine Szene, mich richtig daran erinnere, wo er tot am Tisch liegt und vor dem Tisch liegt und wir haben ihn getötet, den Fate, und wir sitzen am Pult und haben ihn sozusagen, wir haben komplett, also wir sind über Leichen gegangen, um ihn zu besiegen. Und wie man das auch schafft, keine Ahnung. Vielleicht blende ich es euch noch ein, vielleicht finde ich da irgendwas Tolles zu, was ich einfühlen kann. Vielleicht. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es da was Tolles. Und da gibt es noch so ein Ending. Ich habe es mir schon angeschaut. Auf YouTube, da gab es was, was ich mir angeschaut habe. Und da gab es noch was, wo wir am Schreibtisch sitzen. Das ist so ein Bild, wo wir am Schreibtisch sitzen. Da sind wir das. Ich glaube, das hieß The Path of Fate. Da war das. Da waren wir der, ja. Wir haben exakt das gemacht, was er niemals gefällt. Das ist halt einfach. Ja. Das war Death and Taxes of Zwergenfest LP. Mal schauen, wie ich das jetzt euch noch einblende mit den Endings. Schauen wir mal. Somit verlinke ich es euch einfach oder so. Das Happy End würde ich euch noch irgendwie einblenden, aber die anderen Endings. Ja, tue ich mit in die Playlist oder so das Video, was ich finde, oder mal schauen. Gut, damit ich nach oben muss, euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, habt noch einen angenehmen festlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Let's Play wieder auf dem Kanal. Ja, haut rein. Bis dann und ciao.